Hallo, ich bin Ulrich Schichter, ich bin Lehrbeauftragter an der Landeslehrstätte Weser-Ems und wir wollen heute so ein bisschen was zeigen. Ich bin Dominik Langer, bin jetzt hier im dritten Lehrjahr an der Landeslehrstätte, das ist Lavue, ein Lehrpferd von uns, die ist zurzeit 11-jährig. Heute wollen wir ganz gerne euch mal zeigen, wie das mit den halben Paraden geht, die nachher auch zu ganzen führen. Wir verständigen uns mit dem Pferd über halbe Paraden, wir bereiten damit Lektionen vor und beenden diese Lektion auch immer über eine halbe Parade. Das ist ganz wichtig, damit wir halt eben immer wieder mit dem Pferd kommunizieren können. Die halbe Parade ist also das Salz in der Suppe. Wir müssen zeigen, wie das geht mit den halben Paraden. Da sind ja viele Missverständnisse. Die halben Paraden sind das Zusammenspiel der Hilfen. Nichts weiter, das hört sich leicht an, ist aber gar nicht so leicht, weil man sich das sehr aufs Pferd einstellen muss. Unsere Hilfengebung ist wichtig, Schenkelhilfe, Zügelhilfe, auch in der Reihenfolge. Erst Gewichtshilfe, Sitzen, Beinchen und leicht wieder anwerfen.